Einen wunderschönen guten Tag. Schön, dass ihr beim Mist Survival natürlich wieder mit dabei seid. So, wir müssen zwar eigentlich Schränke sortieren. Ich will ja nicht alles raus haben, bis auf das Essen. Das soll hier bleiben, der Rest soll da rein. Aber alles ordentlich schön sortiert in Schränken. Jetzt haben wir das Haus gebaut. Aber nicht jetzt sofort. Ich möchte mal was ausprobieren. Und zwar ein bisschen gezielt die Banditencamps abfarmen, damit wir endlich mal die Quest mit Rachel fertig kriegen. Genau, damit ihr im Ebbel. Damit wir mal zwei Ebbel kriegen. So bringt das ja nichts. Die Ebbel gammeln uns jedes Mal weg. Das heißt, wir brauchen zwei auf einmal und da wäre wohl die beste Möglichkeit, echt Banditos, Los Banditos. Außerdem möchte ich das Scharfschützengewehr ausprobieren. Das ist auch noch so eine Sache für sich. So, was ist denn dort hier? Pack da rauf, Mensch, genau. Die Kartoffel, Antibiotika und so Kram, das bisschen, was wir hier einstecken haben, werden wir wohl irgendwo hingequetscht kriegen, oder? So, gut, der kommt doch mit rein, den hau ich erstmal ran, Antibiotika ist hier eh drin. Den Rest nehmen wir eh mit. Ich hoffe nur, wir haben nichts im Auto. Bitte sagt mir, wir haben nichts im Auto. Der ist leer, der ist leer, der ist leer. Das ist schon mal schön. Okay, aber abgesehen davon, von der einen Kiste... Ja gut, aber das haben wir schnell weggeräumt. Das ist nun nicht das Problem. Haben wir sonst nichts mehr weiter drin, oder? Da oben ist auch noch was. Ist auch leer. Sehr schön. Hier sind nur meine Standardwerkzeuge. Das gute Scharfschützengewehr können wir nicht mehr austauschen gegen die Axt. Sehr schön. Okay, es ist nur die eine Kiste hier. Sehr schön. Na komm, das kriegen wir auch noch irgendwo reingeräumt. Sehr schön, sehr schön. Mal gucken, vielleicht klappt das ja besser mit dem Scharfschützengewehr. Bin da zwar noch nicht so ganz sicher, aber ausprobieren kann man es ja mal. Stürger kommen hier hin. Hier. So, die guten Blätter, die kommen natürlich rein. Ja, wenn sie passen würden. Das ist natürlich... Gut, Handschuhe kommen auf jeden Fall nach oben. Das erste Hilfezeugs, das ist das Problem. Wir müssen hier dringend sortieren. Aber ganz dringend. Ich werde auch keinen Stoff mehr mitnehmen. Klamotten, ja, die brauchen wir ja immer. Das gammelt uns ja mal weg. Klamotten können wir übrigens gleich mal durchschicken. Ob wir überhaupt noch welche anhaben, ne? Ja, haben wir. Gut. Zwar nicht mehr wirklich viel davon, aber haben wir noch an. Ja, ja, das Problem. Wohin, wohin, wohin? Eine sehr gute Frage, wohin? Ja, ich sag ja, das muss unbedingt alles ein bisschen hier an den noch mit drin. Weißt du was, den essen wir jetzt einfach mal. Schaden kann's nicht, dann sind wir es auf jeden Fall los. So, den essen wir jetzt auch. Dann haben wir das Thema erledigt, auch wenn das natürlich noch lange nicht weggegammelt ist. Aber wir haben einfach zu viel von dem Zeugs. Einfach mal ein bisschen was verschwenden. Sehr schön. Hämmer, den brauchen wir eigentlich auch nicht mit uns rumschleppen. Nur mal abgesehen davon, wir wollen ja jetzt nicht bauen. Aber wenn der Hämmer mal passen würde, ne? Gut, warte mal, die haben wir da vorne drin. Dafür brauchen wir den Hämmer drin. Die hatten wir hier nämlich irgendwo drin. Da kommt der mit drin. So, genau, hier hätten wir die drin. So, da kommt einmal da von einer rein. Und hier kommt einer rein. Jetzt sind wir das nämlich auch los. Die schmeiße ich erstmal auf den Boden. Die verarbeiten wir später. Das Holz kommt nach draußen. Das muss auch noch irgendwo rein, weil oben haben wir keinen Platz mehr. Erstmal provisorisch hier. Ich sage ja, wir müssen aufräumen. Und die Granate kommt eh nach hinten. So, den haben wir zumindest erstmal. Ganz, ganz, ganz schlimm. So, der Grenade. The Grenade kommt hier drin. So, das gute Stück will ich mich ausprobieren. Ob das Ding wirklich gut ist, weiß ich nicht. Aber ich möchte es testen. Jetzt will ich nur, bevor wir losfahren, einmal die Uhrzeit checken. Ah gut, wir haben noch ein bisschen Zeit. Und ich will gucken, ob wir noch einen Apfel haben. Aber ich glaube nicht mehr. Ich glaube echt nicht mehr. Außerdem will ich auch so langsam aber sicher mal das zweite Auto zusammenbauen. Und ich will gucken, ob wir noch mal irgendwo Kornseeds kriegen. Aber ich glaube, meine Apple... Ich glaube, wir sind schon wieder alle weggegammelt. Ja, ja. Okay, den fahren wir erstmal los. Wer denn... Jetzt definitiv nochmal die Straßensperre. Erstens sagtet ihr ja, ich habe da sowieso was übersehen. Bis auf die Kiste, die wir inzwischen geholt haben. Die steht ja hier auf dem Auto. Wüsste ich nicht, aber ich gucke da gerne nochmal durch. So ist es nicht. Ehrlich gesagt,
Hundi ist nicht dabei. Warte mal. Ich würde gerne Hundi mitnehmen. Vielleicht kann er uns ein bisschen helfen. Hundi, wo bist du? Hallo, Leo. So, Leo. Ich will nicht mit dir reden, Leo. Komm hier, follow, wer wo besser. Komm mal jetzt mit. Ich hab doch gerade angeklickt, Mensch. Also, folg mir. Leo? Komm erstmal her. Sehr schön, sehr schön. So, kommst mit? Jo. Sitzt er sich auch mit ins Auto? Mal hoffen wir mal. Leo? Leo? Folgen. Ach komm, dann lassen wir Leo. Jetzt würde ich gerade sagen. Hol die ganz Sorgen, dann lassen wir Leo hier. Nee, jetzt ist heute der Boy, der Goody. Wir brauchen jetzt erstmal zur Straßensperre. Ich möchte... Wirklich, wenn wir Straßensperre jetzt keine 2 Ebbel kriegen, nehmen wir gleich das nächste Banditencamp, damit wir wirklich mal an die 2 Ebbel kommen. Bevor wir hier jetzt erstmal weitere Häuser durchforsten. Und wir werden danach auch wirklich erstmal Schränke aufräumen. Das muss auch sein. Hoffen wir nur mal, dass die Jungs jetzt da sind, ne? Und diesmal möchte ich, dass sie da sind. Ich möchte Scharfschützengewehr ausprobieren. Außerdem möchte ich Ebbel. So, warte mal. Die laufen... Entweder bin ich gerade zu weit gefahren. Er hat noch nicht alles geladen, ne? Ja. Wollt gerade Sorgen. Warum sind denn hier die Autos weg? Ich habe hier nie Autos abgebaut. Ist immer noch nicht alles geladen. Was tut die denn hier? So, dann gucken wir mal, ob wir die so ein bisschen weggesnipert kriegen. Ausprobieren kann man es ja mal, ne? Schaden kann es nicht. Wir sollten aber auf jeden Fall vorher speichern. Auf jeden Fall. Guck, hier liegen auch noch wertvolle Flaschen. Aber eins nach dem anderen. Ich wollte ja nun auch nicht, dass sie mich sofort sehen. Der Junge scheint weg zu sein. Ah, aber eine Sicht hat man ja schon gut, ne? Oh, das zieht aber übelst. Das verzieht aber sehr übelst. Ist das ein Bandit? Sag mal, wo schießt denn der hin? Das muss er mir mal verraten. Ich habe doch genau auf den Kopf gezielt. Ach man, ist er nur ein Test, ne? Ist er nur ein Test? Er schießt komischerweise, wer weiß wohin. Eigentlich müsste man die ja so treffen, ne? Normalerweise. Ich meine, wir kriegen sie auch anders ausgeschaltet. So ist es nicht. Wir haben ja vorher gespeichert, aber... Was ist denn das für ein Gewehr, wenn man da nicht mehr trifft? Oh, da. Ich ziehe genau... Das Ding zittert aber auch ganz schön. Hier. Der trifft nicht. Als wenn er irgendwie irgendwo gegenschießt. Das ist merkwürdig. Das ist sehr merkwürdig. Und da ist doch nichts im Weg. Und trotzdem nicht. Aua. Na, okay, gut. Ja, genau, er trifft, ne? Er trifft dich nicht. Ne, alles okay. Ich wollte es nur testen, aber so ganz komisch. Also entweder kann man nicht nach dem Fadenkreuz gehen. Was ich, glaube ich, so langsam vermute.
Was aber sehr merkwürdig ist. Ich werde wahrscheinlich, aber dem bringt doch das ganze Scharfschützengewehr nichts. Dann nach dem Korn gehen müssen. Ich habe ja vorher gespeichert, also halb so wild. War ja jetzt auch nur ein Test. Aber es ist schon merkwürdig. Auf jeden Fall, wenn ich rein nach dem Fadenkreuz gehe, treffe ich nichts. Oder gleich mal darauf achten, dass ich nicht richtig geguckt habe oder so. Mein möglich ist alles. Genau, hier haben wir gespeichert. Das ist eine Tat. Lacht mal halblang, Jungs, hier. Oh, die kommen hinterher. Das ist mal ganz was Neues. Hülle, lad doch nach, Mensch. Was machst du denn? Okay. Ja, okay, ich habe vergessen, dass er nicht automatisch nachlädt. Das ist schon komisch. So sieht man nichts. Es klappt eigentlich nur, wenn man das Gewehr sieht. So, das T-Shirt kann ich erstmal behalten. Das brauche ich nicht. Die Grenade nehmen wir mit. Ja, nimm doch raus, mein Freund. Danke. So, hier hat er nichts. Dass mir die Banditen hinterherkommen, ist auch mal was Neues. Ich speichere auf jeden Fall nochmal hier draußen. Auch wenn es eigentlich nichts bringt, die spawnen ja eh wieder, aber... So, die Handschuhe kann er jetzt auch mal behalten. Salz muss mit. Kommt man das nicht mal so raus? Droppen anscheinend nicht mehr. Auf jeden Fall sind wir zwei Jungs los. Ich hätte mir mal ein Erste-Hilfe-Kit mitnehmen sollen. Irgendwie ist das Scharfschützengewehr scheiße. Nicht, dass man so erwähnen darf. Aber man kann es zumindest gut als Fernrohr benutzen. Man sieht besser. Ich glaube, da kann ich eh nicht durchschießen, ne? Man sieht das Gewehr immer erst, wenn ich einen Schuss versemmelt habe. Das ist schon komisch. Ich weiß auch gar nicht mehr, wie viele hier waren, ehrlich gesagt. Zwei haben wir auf jeden Fall tot. Bis auf den einen hier vorne um die Ecke sehe ich jetzt sonst keinen. Ah, doch. Ach, das hat mal geklappt. Ah gut, vielleicht muss man sich erst dran gewöhnen. Vielleicht muss man sich wirklich erst dran gewöhnen. Ich weiß nicht, ob hier noch mehr Jungs sind. Vier haben wir jetzt ausgeschaltet, ne? Oh ja, er hängt da immer noch. Jetzt haben wir fünf ausgeschaltet. Ich glaube, mehr als fünf waren hier auch nicht. Wenig Mini-Tulche. So, was hast du denn hier so Schönes? Natürlich, Brokkoli ist immer vorhanden. Ne, Brokkoli ist immer vorhanden. Ich will Äpfel, Jungs. Äpfel. Ich glaube, mehr sind hier wirklich nicht. Aber ich glaube, man muss sich dran gewöhnen ans Scharfschützengewehr. Es ist nicht so einfach. Den kannst du behalten. Karotte ist auch immer vorhanden. So, und ich hatte hier doch noch irgendwo... Ja, da meine ich doch. Handschuhe, Helm, das könnt ihr behalten. Die nehmen wir mal mit. Die kannst du behalten. Ah, guck mal, einen Apfel haben wir schon. Einen haben wir schon. Die Muni nehmen wir natürlich auch mit. Bist du deppert? Ich dachte, das wäre die gleiche. Und natürlich eine Karotte. Jut. Aber mal abgesehen, davon.
Was hab ich denn hier großartig übersehen? Vielleicht ein, zwei kleine Kisten, ja, aber wäre das so wichtig? Lebenmäßig, ja, gut, ja, gut. Aber ich will mich jetzt gar nicht allzu lange hier aufhalten. Aber wie gesagt, dich nehme auf jeden Fall mit. Ich möchte Ebbel haben, damit ich endlich mal die Quest fertig kriege. Wir gleich nochmal oben drauf gucken. Achso, Blueberries. Okay, Blueberries. Damit wir endlich mal die Quest fertig kriegen. Ein Abel haben wir, aber die sind, laufen ja so schnell ab, dass ich wirklich zweites Camp ausschalten muss. Die Kiste, meintet ihr, oder was? Ja gut, die hatte ich ja leer gemacht. Na komm, wir können sie mitnehmen, aber brauchen wir sie wirklich eigentlich nicht. Aber gut, wir nehmen sie mit. Wie gesagt, ich werde hier jetzt nicht stundenlang rumlooten. Da oben drauf will ich aber jetzt gleich nochmal. Ich glaube, da waren wir beim letzten Mal nicht drauf. Wir stellen die mal kurz hier hin. Den Experten hatte ich gelootet. Kommen wir überhaupt drauf? Ja, ne? Gut, hier ist aber auch nichts, oder? Okay. So, aber ich muss mal kurz auf die Karte Logi machen. Ich meine, wir sind bei der Straßensperre. Ich wollte zur Kirche als nächstes. Was war nochmal die Kirche? War das die da? Nee, ne? Ich glaube, das da war die Kirche, ne? Das heißt, wir müssen hier das große Stück lang. Ja gut. Wie gesagt, ich bin jetzt nicht hier, um hier die letzten paar Finsel, die wir übersehen haben, zu looten. Absolut nicht. Wir sind hier, um Äpfel zu farmen. So. Ich nehme mit, das kann nur nicht schaden. Ich glaube, an Scharfschützengewehr muss man sich schlicht und einfach gewöhnen. Aber ich glaube, machbar ist es. Kriegen wir den da nochmal drauf? Verscheinlich, ne? Muss man ordentlich drehen? Ah, passt nicht wie in dem Stuhl. Okay. Aber hier kriegen wir noch rauf, oder? Stell mal kurz ab. Mach mal Klappe auf. Einmal drehen, wenn es geht. Und dann bitte gerade rausstellen, mein Freund. Gerade. Hat's nicht so mit gerade. Mein Freund. Nein, nicht den. Genau. Na, gerade ist es nicht, aber sollte drauf bleiben. Gut. Denn wie spät ist es denn? Oh, haben noch ein bisschen Zeit. Sieht zwar so aus, als wenn was aufzieht, aber das kriegen wir schon hin. Dann können wir da jetzt aber auch durchfahren. Dann brauchen wir jetzt nicht außen rum. Ich will endlich die Quest mit Rachel fertig kriegen. Kann doch nicht zu schwer sein. So, warte mal. Sind wir... Ich bin, glaube ich, gerade falsch gefahren. Ich muss da die Straße lang. Ich weiß, ich könnte jetzt auch hier die ganzen Autos auseinandernehmen. Eigentlich wäre es auch eine gute Idee, weil wir die ganzen Teile brauchen, aber aktuell jetzt erstmal Operation Abelfarm. So, die Kirche muss hier irgendwo sein. Hier ging es irgendwo hoch, da hinten ist die Baustelle. Da müsste ein weiter sein, hier, ne? Hier, ich glaube, hier war die Kirche. Ja. So, einmal aussteuern. Dann probieren wir es nochmal. Speichern aber nochmal ab. Sicher ist sicher. Warte mal, wir gehen mal von der Säule ran. Und besser wäre das, wenn ich sie ins Ziel kriege, bevor sie mich ins Ziel kriegen. Ich meine, ich könnte sie natürlich jetzt auch wieder mit dem Bogen ausschalten. Aber ich wollte das gute Stück ja mal ausprobieren. So, das war schon mal der erste. Das verzieht aber übelst, das gute Stück. Das verzieht übelst. Immer mit der Ruhe, Jungs. Immer mit der Ruhe.
So, das wurde 2D. Ich glaube, 4 waren hier, ne? Okay, 5 sind hier. Alles klar? 5 sind hier. Und 3 haben wir ja schon ausgeschuldet. Wie viel kriechen sich in der Kirche? Kann das sein? Ich will meinen Hund hier nicht hinschicken. Ich habe Angst, sie erschießen meinen Hund. Ach komm, Jungs, beruhigt euch mal wieder. Was zum Henker? Er steht da, dieser Heckenschütze. Schau mal. Das ist doch wohl jetzt nicht so ein Ernst, oder? Ich meine, gut, wir haben vorher gespeichert, aber... Das ist doch wohl jetzt nicht so ein Ernst. Der steht da an der Ecke. Ich hab den nicht gesehen, der stand links neben mir. Dieser Heckenschütze. Sind die irgendwie intelligenter geworden? Genau wie bei der Straßensperre, dass die direkt auf uns zurennen. Nie zuvor gehabt. Nie zuvor gehabt. Okay. Aber mal abgesehen davon, wenn ich es richtig gesehen habe, waren es 5 Stück? Waren es nicht beim letzten Mal nur 4? Fall hier doch nicht runter, du sollst hier hoch, Mensch. Aber allerdings ist es mit dem Ding auch nicht einfacher zu zielen als mit... Vielleicht kann ich es irgendwie aufrüsten oder so. Als mit dem Bogen. Von irgendwie hier kam der. Das ist sagenhaft, du hast ihn genau wie sie und Zimmers trotzdem daneben. Das kann ich gar nicht mehr zielen. Sehr schön. Beruhigt euch mal wieder, Jungs. Beruhigt euch mal wieder. Ich weiß ja nicht mal, wo die Jungs sind. Hört sie wie die Weltmeister rumballern? Ich will nur nicht, dass die plötzlich wieder von da kommen. Das muss nur echt nicht sein. Okay. Nein! Oh, nee. Nee, jetzt reicht's. Jetzt reicht's. Da war es. Wieso sind die neuerdings so treffsicher? Okay, ich versuch's jetzt wieder mit Bogen. Das macht zumindest nicht so einen Krach, so geht das natürlich nicht. Darf doch wohl nicht wahr sein hier. Müssen ja mal solche Faxen machen. Das Scharfschützengewehr ist nicht der Dolste, ne? Zumindest nicht, was die Treffsicherheit betrifft. Das Ganze wäre gar kein Problem, wenn man wirklich da hinschießen würde, wo man ein Ziel tut, man aber nicht. Okay, aber wir haben's ausprobiert, wir haben's zumindest ausprobiert. Sehr schön. Okay. Ich hoffe nur, ich habe genug Fäule mit. Da bin ich mir gar nicht so sicher. Wurde mal. Weil da habe ich ja jetzt gar nicht... Ich habe mich jetzt voll und ganz aus Scharfschützengewehr verlassen. Wow. Okay. Damit kommen wir nicht weit. Ich meine, wir können es ja mal mit Leo versuchen. Ich hoffe, er kann nicht sterben. Okay, wie es aussieht, geht er wirklich auf die Banditen los.
Boah, hier stand einer. Willst du mich verarschen? Bringt's auch nicht wirklich besser, ne? Mein Hundi hat sie alle aufgeweckt. Gut. Ich weiß nicht, wie ich das letzte Mal hier gemacht habe, aber... Ich will doch nur ein Abel. Es sind aber auch mehr als beim letzten Mal. Viel, viel mehr. Das bringt nichts, ich habe nicht genug Pfeile mit. Da, die rennen auch auf die Wachtürme. Das war beim letzten Mal auch nicht. Kann das sein, dass mein Spielstand beim letzten Mal ziemlich buggy war? Auf jeden Fall sind sie sehr, sehr treffsicher im Moment. Woher? Was? Wie? Wo? Woher? 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 Ich war Kilometer weit weg, keiner in der Nähe und auf einmal plötzlich... Ich glaube, die haben hier Scharfschützen. Ja, schön ist das nur auch nicht, ne? Ich meine, Straßensperre hat eigentlich... Gut, hier ist bis auf der eine Tod sehr gut geklappt. Also irgendwas ist diesmal anders als sonst. Also das kann man so nicht abstreuten. Irgendwie schaffen sie das nämlich wirklich, mich zu treffen aus einer Entfernung, wo ich sie selber nicht mal sehe. Hund hinschicken bringt also auch nicht viel. Ich habe gedacht, der Hund beißt den Hut oder so, aber... Hat nicht funktioniert. Okay, getroffen habe ich ihn, so wie es... Außer Spritze der Blut, aber... Da sitzen jetzt wieder all amet, die guten Jungs. Eigentlich dürften sie mich so nicht treffen. Ich bin ja außerhalb deren Reichweite. Ich will mal was probieren. Einfach hier mal von hinten rum rein. Kann ja so nicht weitergehen hier, du. Und die stellen wir mal auf Attack. So. Wenn es denn funktioniert. Die sehen mich ja komischerweise durch die Blöcke und alles durch. Also durch den Boden. Dabei will ich doch nur zwei Äbel. So, das meine ich nämlich. Dort meine ich nämlich. Die haben mich jetzt zwar nicht getroffen, aber wäre ich stehen geblieben, hätten sie mich getroffen. Es ist echt merkwürdig, ne? Es ist sehr, sehr merkwürdig. Die schießen durch den Boden durch, alles klar. Das ist unfair. Kann ich da durchschießen? Die wissen, wo ich bin. Warum auch immer. Ja. Da ist wohl hoffentlich Kinder drauf. Hier, wo beim letzten Mal einer stand, ist diesmal keiner. Aber hier stand definitiv beim letzten Mal einer. Ach Jungs, ich will doch nur eure Äbel. Ich weiß nicht, ob ich durch den Zaun durchschießen kann. Die können es offensichtlich. Gut. Die können anscheinend sogar von der Kirche aus nach draußen schießen.
Wenn wir jetzt wieder sterben sollten, dann probiere ich ein anderes Banditencamp. Den ist hier sind sie im Gelände, den ist den will er heute nicht, den ist heute nicht mal ein Tag, denn so geht das natürlich nicht. Ich will doch nur ein Apple, man. Die alle da vorne in der Ecke oder was? Das ist sagenhaft mit dem Gewehr. Das ist sorgenhaft mit dem Gewehr. Man trifft mit der Magnum besser als mit dem Ding hier. Gut, die wissen anscheinend, wo ich bin, auch wenn man keinen sieht. Die schießen genau in meine Richtung. Man trifft aber echt mit der Nacken besser als mit dem Ding. Ich glaube, den habe ich erwischt, oder? Man, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaube, ja, ja. Bloß wüsste, von wo die jetzt schießen, ne? Schleichen sich auch an, die kleinen Bastarde. Ich weiß nicht, ob ich den erwischt habe. Das ist das Problem. Ich meine, man sieht zwar gut mit dem Gewehr, aber... Genau, eine Leiche sehe ich jedenfalls nicht liegen. Den habe ich auf jeden Fall erwischt. Ich weiß aber nicht. Einer ist auf jeden Fall noch da, den hört man ja. Der trifft mich, oder zumindest sieht mich, obwohl er selber nicht zu sehen ist. Okay. Wo ist der her? Ich glaube, er ist der Letzte, oder? Nein, er ist nicht der Letzte. Okay. Mindestens einer muss noch sein. Ich hab nur Angst, er kommt hier von der Seite. Kann ich Hundi losschicken? Er muss da irgendwo sein. Er ist hier hinter, wa? Hat Hundi ihn jetzt getötet? Nein. Ich frag mich ja, wie er durch die Barrikaden da durchschießen kann. Aber jetzt sehe ich ihn, jetzt sehe ich ihn. Wenn der mal vorne hinkommen würde, ne? Das wäre ein Träumchen. Was soll da gehen? Der schießt echt durch die Kirche durch. Das ist so ein Beschiss. Das ist so ein Beschiss, Alter. Das ist okay. Er hockt in der Kirche. Ich habe gesehen, wie er reingegangen ist, aber dass der von drin nach draußen schießen kann, das ist so ein Beschiss. Ich glaube aber, er ist der Letzte. Ich wollte ja auch gucken, vor allen Dingen, ob der Bogen jetzt da ist. Vielleicht ist er ja mittlerweile gespawnt oder so. Könnte man zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen, ne? Aber solange der Herr da nicht rauskommt...
Okay, den einen hat Hundi gerade getötet. Aber da ist noch einer. Nein! Das darf doch sein! Okay, so, das hat so keinen Sinn. Das hat so absolut keinen Sinn. Ich weiß nicht, warum hier auf einmal so viele sind. Wie viel waren es jetzt? 6, 7 Stück? Das Problem ist, ich habe nicht genug Pfeile dabei und mit dem Scharfschützengewehr. Ich meine, man kann damit treffen, aber ganz ehrlich. Das Ding schießt auf jeden Fall nicht dahin, wahrscheinlich krummer Lauf oder so, wohin man zielt. Ich will jetzt mal mit der Magnum probieren. Und die Banditen, die schießen auch, die schießen durch die Wand. So, hier nehmen wir die Shorts raus. Gehen wir auf die 4. Damit trifft man deutlich besser. Naja, auch nicht immer. Kommt man drauf an, wie dicht man dran ist. Okay, okay. Was noch mein Abel? Ah, noch ist Abel. Okay. Die sind ja schlimm diesmal, die Banditen. Was ist denn hier passiert, Mensch? Also, entweder waren beim letzten Mal, wo wir hier waren, nicht alle da. Oder ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Aber wir hatten beim letzten Mal, wo wir hier waren, wo wir die gute Rail schon befreit haben, nur 4 Stück hier. Ja, ich muss dich daran, das bringt sonst nichts. Okay, so bringt das natürlich nichts. So kommen wir hier nicht rein. Das sind eindeutig zu viele. Dafür brauchen wir am besten das Turret, würde ich sagen, vom Auto. Wir nehmen uns einfach ein anderes Banditencamp, sind aber auch für heute erstmal am Ende. Ah, es tut mir jetzt leid wegen den ganzen Toten. Aber ich will heute einen Apple haben. So bringt es nichts. So bringt es absolut gar nichts. Ich weiß nicht, warum hier neuerdings so viele sind. Wir fahren erstmal nach Hause. Straßensperre haben wir zumindest ausgeräuchert, zumindest ein Erfolg. Und den würde ich sorgen, wir hören uns morgen wieder. Ja, beim nächsten Banditencamp. Ich würde sorgen, nehmen wir nochmal, ja, was nehmen wir denn als nächstes? Ich hätte jetzt gedacht, die Kirche wäre gut gewesen, aber ist wohl nicht. Dann würde ich sorgen, dass bei uns in der City war. Da sind zumindest nicht allzu viele. Ich will doch nur einen Appel. Ich will doch nur einen Appel. Wir haben die Banditencamps ja, glaube ich, sowieso alle durch. Wenn ich mich nicht täusche. Ach, die dürften ja auch wieder da sein, ne? Wir hatten ja neu geladen, ne? Oder? Ich sehe da gerade keinen rumlaufen, aber die müssten eigentlich auch wieder da sein. Oder? Oder sind die unterwegs? Schon unterwegs zu sein? Ich sehe hier zumindest keinen. Jut. Gut, dann fahren wir erstmal dahin und wir hören uns dann morgen wieder. Und nochmal, tut mir leid für das ganze Gestäbe. Das konnte ich ja nur auch nicht ahnen. So, vielen Dank fürs Zuschauen. Bye, bye.